Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Dieses Mega-Opening habe ich mir richtig was kosten lassen. Und was sich in diesem Ordner verbirgt, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem Mega-Opening, das den Begriff des Mega-Openings neu definieren wird. Also, das ist wirklich mit Abstand das teuerste Video, das ich jemals produziert habe. Wir haben zwar schon so Meilensteine wie die 5000 Euro Neuzugänge-Folge von damals oder das 7500 Euro Mega-Opening vom lieben Michael, aber das ist tatsächlich das aktuell teuerste Video auf meinem fucking Kanal. Wenn es natürlich um Beschaffungsformate geht, ne? Also jetzt so Sammelkartenchecks, wo ich irgendwelche 25.000 Euro bei einer Vorstellung mal abgesehen. So, und was sich darin verbirgt, würde ich mal sagen, da werde ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Wir schauen uns die erste Seite an und da haben wir auch in der Mitte direkt das Schmuckstück des Ganzen. Das ist, glaube ich, sogar die teuerste Einzelkarte der Sammlung. Es ist eine Ghost Rare, man erkennt es, glaube ich, aktuell nur so ein bisschen schemenhaft. Und ja gut, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall haben wir hier noch schmückendes Beiwerk. Wir haben hier sechsmal den bösen Held Malicious Edge in Ultimate Rare aus Gladiator's Assault. In First, der geht, glaube ich, auch so 30 oder also so zwischen 30 und 45 Euro müsste die, glaube ich, gehen. In einem hervorragenden Zustand. So wie das natürlich bei der Preisklasse auch sein muss. Sehr, sehr cool. Ist allerdings im Verhältnis zu dem, was hier sonst noch drin ist, eher schmückendes Beiwerk, sage ich mal. Also da gibt es noch ganz andere Kaliber an Karten, die wir hier sehen werden. Zum Beispiel die komplette mittlere Reihe. Wir haben hier einen Drachenmeisterritter. Ich werde natürlich nicht alle Karten hier rausholen, nur so ein paar bestimmte, die halt tatsächlich relativ viel wert sind und wo ich halt einfach stichprobenartig mal die Zustände überprüfen möchte. Natürlich möchte ich mir auch die Ghost hier rausholen. Da muss man natürlich sehr vorsichtig sein, denn das ist wirklich eine Ultra-Seltenheit. Das ist ein deutscher Sternenstaubdrache als Erstauflage. Und die Karte soll angeblich wirklich perfekt vom Zustand her sein. Also ihr müsst verstehen, der mir das verkauft hat, hat das vorher von jemand anderem gekauft, sich so zwei, drei Karten, die er selber wollte, rausgesucht und den Rest straight an mich weitergegeben sozusagen. Dementsprechend ging diese Sammlung jetzt binnen kürzester Zeit durch zwei Hände und er hat wirklich nochmal betont, dass die hier wirklich in einem sauguten Zustand sein muss. Und ja, das ist wirklich perfekt. Also die Karte ist in einem so dermaßen perfekten Zustand. Mega, mega cool. Und ihr müsst verstehen, so ein Stardust, ein Ghost, als Erstauflage, Near Mint, der kostet euch mittlerweile halt mal ein Taui, weil das ist tatsächlich die seltenste und teuerste Ghost Rare, die es aktuell im TCG gibt. Dicht gefolgt vom Rosendrachen und danach kommt, glaube ich, so Kaliber wie der Regenbogendrache. Das ist wirklich so eine Hausnummer für sich. Ja, den zweiten Drachenmeisterritter, den schaue ich mir dann später an. Das ist schon mal so, nur um mal so ganz lässig einzusteigen in die Collection. Also da kommt noch einiges. So, dann blättern wir mal um. Das mit dem Spiegeln habe ich auf ein Minimum reduziert. Also hier ist natürlich auch ein Chimera-Tech Festungsdrache, ein Chimera-Tech Überdrache. Wir haben oben hier die Cyber-Enddrachen. Davon müsste einer in Exzellenz sein. Und zwei Stück Niemand. Also es sind tatsächlich nicht alle Karten Niemand. Ein paar Exzellenz sind dabei. Die wurden mir allerdings vorher schon angekündigt, dass sie exzellent sind. Und ja, das ist der hier. Ihr seht, hier haben wir eine Beschädigung, da haben wir eine Beschädigung. Die sind natürlich für meine Sammlung so nicht mehr zu gebrauchen. Die anderen sollen aber alle tippitoppi sein. Hier bei den Cyber-Zwillingsdrachen war, glaube ich, auch einer dabei, der nicht hundertprozentig Niemand war. Die Chimera-Tech-Überdrachen sollen allerdings alle in einem recht guten Zustand sein. Ich meine, wir haben hier wirklich hohe Preise. So ein Cyber-Enddrache First in einem guten Zustand, das sind 80 Euro auch kein Preis. Die Cyber-Zwillingsdrachen Ultimate Rare First sind auch so bei 40. Chimera-Tech-Überdrache habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich im Kopf, aber der ist, glaube ich, nochmal einen Ticken günstiger. Der ist, glaube ich, gar nicht so teuer. Dann geht es natürlich hier weiter. Wir haben hier ganz oben erstmal richtig sahnig drei Chaos-Imperator-Drachen. Davon zwei unlimitiert, dafür aber auf Deutsch. Also das sind keine unlimitierten Amis oder englische Karten halt, sondern das sind tatsächlich deutsche Reprints. Denn Invasion of Chaos gab es zwar auf Deutsch, aber gab es nie als Erstauflage. Also deutsche Invasion of Chaos Karten sind immer unlimitiert.
Und wir haben eine First in Englisch, die ich mir natürlich anschauen will. Das ist auch so eine 100 Euro Aufwärtskarte. So 120 kann man dafür mittlerweile schon blechen. Sehr cool. Ne? Und ihr seht wirklich in einem ausgezeichneten Zustand. Das Centering ist eigentlich auch ganz gut, was bei damaligen Karten eigentlich nicht immer der Fall war. Sehr, sehr cool. Ursprünglich war es auch so, dass bei der Karte, die wir hier in der Mitte sehen, dem Stardust Dragon noch ein zweiter dabei war. Den hat sich der Verkäufer rausgenommen. Den wollte er wohl selbst behalten. Ursprünglich wollte er den Ghost Rare Stardust behalten, aber auf den habe ich plädiert, weil sonst hätte ich die Sammlung nicht gekauft. Unten haben wir dann noch sehr cool zwei Ultimate Rare Chaos Imperator Drachen. Der erste ist unlimitiert, der ist aus dem Duelist Pack Kaiba Reprint, dementsprechend natürlich auch noch in einem sehr, sehr guten Zustand, ist ja vollkommen klar. Ne? Ist übrigens mein erster unlimitierter, ich habe ansonsten nur Firsts und davon nicht zu wenig. Musste aber traurigerweise aus meiner privaten Sammlung einen abgeben, der halt nicht mehr ganz so gut war. Und da werde ich jetzt hier auf der rechten Seite sehr gut entschädigt, wenn die Karte mal rauskommen würde. Und zwar von einem Chaos Imperator Drachen aus dem Duelist Pack Kaiba als Erstauflage. Ja, und ihr seht, dass ihr nichts seht, also kein Makel, nix. Die Karte ist auch in einem hervorragenden Zustand. Als Erstauflage, das ist auch was, zumindest was Chaos Imperator Drachen angeht, ist das ja der heilige Gral, sage ich jetzt mal. Nicht mal der Secret Rare MP, sondern tatsächlich der Ultimate Rare, der ist nämlich nur ein Ticken teurer, glaube ich, als der Imperator Drache Secret Rare First. Ja, dann haben wir noch einen Rosendrachen in Ultimate Rare, der ist allerdings auch unlimitiert, genau wie der Stardust. Wobei ich vom Stardust und vom Black Rose in Alti demnächst auch nochmal jeweils eine Erstauflage reinbekomme. Dann haben wir zwei rote Nova-Drachen, die sind auch recht schön. Schauen wir mal auf die nächste Seite. Dann haben wir Cyberdrachen als Playset, auch mega, mega schön. Da weiß ich gar nicht mehr, waren die jetzt Ex oder waren die Niermint, ne? Da bin ich mir nicht mehr, also ich weiß auf jeden Fall, dass einer eine etwas gravierendere Beschädigung hat. So, aber der hier, der geht eigentlich, ne? Ja, der ist eigentlich voll in Ordnung. Es ist halt auch eine 200-Euro-Karte, ne? Direkt, also so ein Cyberdrache, First Edition, Deutsch Ultimate Rare aus dem Originalset, der hat es auch preislich ganz schön in sich. Und ist auch ganz schön teuer. Dann haben wir hier natürlich bewaffnete Drachen Level 5. Da hole ich mir hier auch mal eben einen raus. Da geht einer, glaube ich, auch 130, 135. Also deutsch natürlich. Sehr cool. Auch in einem hervorragenden Zustand aus Soul of the Duelist. Sehr, sehr geil. Davon haben wir auch drei Stück am Start. Ich habe mittlerweile recht viele von denen in Ultimate Rare, muss ich sagen. In der Mitte den Flammenflügelmann und oh, das ist natürlich auch mega cool. Da haben wir noch die bewaffneten Drachen Level 7. Diese nochmal eine Runde teurer in Ultimate Rare. Ich glaube, da sind wir schon bei 300 oder 400 Euro das Stück. Ich glaube aber eher 300 waren es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Sehr, sehr cool. Also ich muss sagen, wirklich ausgezeichnete Qualität. Wahnsinn. Zwei Stück in Ultimate. Das sind wirklich Sachen, Jungs, da schlägt doch das Sammlerherz höher, oder? Da kann man mir doch erzählen, was man möchte. Ja, dann haben wir hier ein paar Zauberkarten. Wir haben dreimal Gehirnkontrolle, dreimal magische Formel, Secret Rare. Sehr, sehr selten aus Gladiator's Assault. Hatte ja jetzt ein Reprint in Duelist Overlord. Hat dem Original aber nicht geschadet. Das Original geht immer noch 150 Euro das Stück. Ist also eine schweineteure Secret Rare. Haben wir hier tatsächlich direkt das Playset. Haben wir ja vor einer Weile auch in den Neuzugänge-Folgen einmal als First gesehen. Sehr schön, jetzt haben wir hier nochmal drei. Systemabsturz natürlich, ein schöner Klassiker. Mittlerweile glaube ich als Alti auch nur noch ein 20 wert. Früher war die ja noch wesentlich teurer wegen ihrer Spielstärke. Da war sie natürlich noch um einiges gesuchter. Dann, ja, BLS. 9 Stück an der Zahl, alle 9 Deutsch, alle 9 Niermint, alle 9 aus Dark Revelation. Da kostet, glaube ich, allein einer 30 Euro. Das heißt, wir haben hier schon fast 300 Euro nur auf der Seite. Ein bisschen weniger, 200 schlag mich tot. Aber auch mega nice. Ich glaube, 260, 270 Euro müssten das auf der Seite sein. Da holen wir jetzt auch mal keinen raus. Dann haben wir hier auf der rechten Seite auch sehr cool oben Bruderschaft der Feuerfaust Bären Ultimate Rare als Playset.
Heilige Phoenix von Neftis als Playset, First Edition auch sauteuer in Nirmint. Zwei davon sind bedauerlicherweise exzellent und nicht mehr Nirmint, wurde mir schon gesagt. Einer ist dafür aber in einem sehr guten Zustand. Ich greife mir jetzt einfach mal irgendeinen und hoffe, dass ich den in Nirmint erwische. Ne, das ist er definitiv nicht. Das sehe ich schon durch die Hülle, dass der eine Beschädigung hat. Dann schauen wir mal, ob es der da ist. Ich glaube auch nicht, ne? Der ist auch beschädigt. Ja, der ist auch beschädigt. Der ist hier unten, hat der eine Macke. Okay, dann ist es der hier, aber ich muss jetzt nicht jeden rausgreifen. Auf jeden Fall Heiliger Phönix von Neftis, sehr, sehr cool. Dann haben wir unten drei Neo-Weltraum Grand Mole. Da habe ich gerade aktuell gar keinen Wert im Kopf aus Storm of Neos. Sehr, sehr schön, auch wirklich makellos die Dinger. Wahnsinn. Der ist jetzt tatsächlich unlimited, die anderen beiden sind aber First Editions. Auch mega, mega cool. Also ihr seht, die Sammlung hat es halt wirklich in sich und wir sind noch lange nicht fertig. Ja, wir kommen jetzt rüber auf die linke Seite. Da haben wir dreimal Cyberfinsternis Einschlag aus Tactical Evolution. Ganz oben, da hole ich mal einen raus. Das ist auch eine 50-Euro-Secret in etwa. Wusste gar nicht, dass die Secrets so viel geht, um ehrlich zu sein, als Erstauflage. Krass, ne? Also wirklich in einem hervorragenden Zustand. Absolut makellos. Brutal. Es ist wirklich brutal. Dann haben wir zwei Töpfe der Gear, beides Reprints. Einer davon muss bedauerlicherweise in einem etwas schlechteren Zustand sein. Ich glaube, ich sehe ihn auch schon. Und zwar ist das der hier. Schauen wir mal, was der für einen Makel hat. Der wo. Au! Au! Was haben die denn mit der Karte gemacht? Sind die da mit dem Schleifpapier drüber gegangen oder was? Die Karte an sich von den Rändern her wirklich nice, ja. Aber hier, die Mitte ist total zerkratzt. Das Bild ist total zerkratzt. Was ist denn da passiert? Okay, die ist natürlich für meine Sammlung nicht mehr zu gebrauchen, ne? Aber der andere soll dafür in einem Top-Zustand sein. Und was auch cool ist, Drachen Odem des Infernos. Ein Ultimate Rare. Auch hier dann noch den Topf der Trägheit. Holen wir da auch mal einen raus. Da müssten eigentlich alle drei in einem super Zustand sein. Wurde mir mitgeteilt. Ja, sieht auch ganz gut aus. Die Töpfe der Trägheit sind auch schweineteuer als Erstauflagen. Echt heftig. Also, wie viele habe ich jetzt bisher von den Töpfen? Also, ich habe von den Töpfen tatsächlich sehr viele in Unlimited. Unlimited gehen die auch schon ihre paar Euro, aber First habe ich noch gar nicht so viele. Ich glaube, es sind 4 Stück oder so. Saphir Pegasus, da ist einer auch leider nicht in einem guten Zustand. 2 Stück müssten, glaube ich, Nirmint sein. Hoffen wir mal, dass der Unlimitierte der kaputte ist und nicht irgendeiner von den First. Aber in der Regel, ja doch, hier Ditch. Ditch. Der ist auf jeden Fall nicht mehr in einem Top-Zustand. Dann kontrollieren wir doch gleich mal noch den hier. Weil wenn fremde Leute Karten graden, dann habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die Leute ihre eigene Ware gerne besser inszenieren als sie ist. Und, aber nee, der zweite ist tatsächlich in einem guten Zustand. Eine schöne Ultimate Rare, sau teuer aus Force of the Breaker. Sehr cool und natürlich die unlimitierte. Der unlimitierte Reprint wird natürlich auch vermutlich gut vom Zustand her sein. Dann haben wir dreimal antiker Antriebsgolem, der geht ja auch jenseits der 70 Euro in First in Nirmint. Die sollten auch alle drei okay sein. Holen wir uns mal hier einen raus. Ja. Definitiv Nirmint. Der hat hier oben ganz leichte weiße Stellen, aber das ist verkraftbar. Ich weiß nicht, ob ich die dann wegen den weißen Stellen in die offizielle Sammlung nehme oder meine privaten, aber ist auf jeden Fall für mich zu gebrauchen. Dann haben wir unten dreimal Harpchenkönigin. First Edition geht jeweils ein Huni in etwa. In einem guten Zustand. Auch da möchte ich mir mal ganz kurz eine anschauen, ob die denn vom Zustand her passen. Ja, auch hier gibt es nichts zu beanstanden. Haben wir also die nächsten 300 Euro. Also ihr seht, es sind wirklich sauteure Karten, hauptsächlich Ultimate Rares, aber auch teure Secrets dabei. Sehr, sehr schön. Drachen Odem des Infernos geht, glaube ich, auch einiges. Ich glaube, 40, 50 locker. Dann schauen wir mal weiter. So, hier wird es jetzt ein bisschen abwechslungsreicher. Diamond Direwolf gibt, glaube ich, gar nicht mehr so viel aus Cosmo Blazer in Secret. Sieht für mich sogar nach Ami aus, der obere.
könnte sein. Gesicht des Todes ist natürlich eine saucoole Karte. Hier zweimal aus Gladiator's Assault. Die dunklen Paladine gehen einiges, also über 100 Euro das Stück. Dann haben wir legendäre Fischer. Haha, na, da wollen wir doch glatt mal gucken. Wie hier so die Qualität ist. Aber auch hier, ihr seht wirklich Einwand 5, ne? Sau cool, Centering perfekt aus PSV, sehr, sehr geil. Das ist natürlich halt so random Oldschool-Stuff, sag ich mal, der aber wirklich auch relativ teuer ist als Erstauflage. Wir haben dreimal Gilgarth, sehr, sehr cool, First Edition, Gladiator's Assault, zweimal 1000-äugiges Opfer, First Edition, sollten auch alle Niermint sein. Maschinenduplizierungen sowieso, auch mega cool, aus RDS waren die, glaube ich. Da hole ich mir aber auch mal eine raus. So, einfach mal stichprobenartig eine Kontrolle machen, ne? Also, die ist... Sie hat ein bisschen verlebten Eindruck, muss ich sagen. Also, ich kann jetzt keine... Sie hat hier so eine Welle, aber ich kann jetzt keine direkte Beschädigung ausmachen. Okay, ich schaue es mir auch hier gerade über den Kamerabildschirm an. Da werde ich aber nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Könnte sein, dass ich hier was zu beanstanden habe, weil die wurde nämlich auch als Niermint aufgeführt und ich bin sehr pingelig, wenn es um sowas geht. Also wirklich extrem pingelig. Wir haben Jinzo First hier oben. Auch saucool. Ja, First Edition. Waren ursprünglich auch zwei Stück in First. Einen hat sich der Verkäufer auch rausgenommen. Hier unten ist nochmal ein Unlimitierter. Mega cool. Ja, die Gilgars, wie gesagt, schauen wir uns da auch mal ganz sporadisch mal einen an. Ich will ja nicht hier über den Tisch gezogen werden mit den Zuständen. Ich schaue mir das auch nach dem Opening alles nochmal ganz in Ruhe an, um dann hier möglicherweise etwas zu beanstanden. Aber nee, die Gilgars sind auch mega gut vom Zustand her. Sehr, sehr cool. Alter Vater. So. Dann haben wir hier noch dreimal Horn des Himmels, alle drei First aus MAD. Ich glaube, die dürften gar nicht so viel gehen. Und hier zwei magische Zylinder, auch beide First aus Labyrinth of Nightmares. Die wohl geilste Secret Rare aus dem Set. Ihr seht hier, das ist jetzt keine Beschädigung, das ist Dreck. Ja, das, was hier oben drauf ist, ja, seht ihr das, diese ganz vielen Pünktchen, das ist Dreck, das kommt vom Anfassen. Man hat mich mal gefragt, wie man das reinigt. Ich persönlich mache das so, ich nehme Q-Tips, ein bisschen Seifenlauge, ja, und dann nehme ich den ersten Q-Tip, das sind so etwas dickere, und pinsel das erstmal großflächig mit der Seifenlauge ein. Natürlich nicht pitschnass machen, klar, sondern halt einfach ein bisschen drüber, dass das angefeuchtet ist, die Oberfläche. Das hält die Pappe aus, keine Sorge, das Ding weicht euch deswegen nicht auf. Lasst das so eine halbe Minute einwirken und dann gehe ich nochmal mit einem feinen Mikrofasertuch drüber. Schön in Kreisen, in Bewegung, natürlich vorsichtig, damit man nichts kaputt macht. Und dann sind die Karten wieder blitzblank und sehen aus wie frisch aus dem Booster. Dann haben wir Exodia, die Verbotene aus der Legendary Collection Yugi. Und zwar dreimal müsste die dabei sein, jawohl. Dreimal komplett in deutscher Sprache. Ne? Geht natürlich auch einiges mittlerweile. Sehr, sehr teuer geworden. Und dann sind wir an der Stelle auch schon wieder am Ende dieses kleinen Openings. Ja, es ist ein Ordner, der es aber halt wahnsinnig in sich hat. Na, machen wir hier nochmal so ein Rückwärts-Recap, wenn man so will. Also ihr seht, es sind unglaublich teure Karten am Start. Das ist nichts für die kleine Geldbörse. Das ist eine unglaublich krasse Sammlung, die hier tatsächlich im Start war. Magische Formel allein schon, 150 das Stück. Hier 200 das Stück, 135 das Stück. Die beiden gehen ja auch nochmal ihre 300 Euro. Das ist brutal, Leute. Das ist richtig brutal, wie wenig Karten eine so krasse Summe generieren können. Also ich persönlich muss sagen, ich bin absolut zufrieden, was ich bisher gesehen habe. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich werde es mir jetzt nochmal off-cam anschauen, wenn ich was finde, was nicht von vornherein als nicht niemand deklariert wurde, natürlich beanstanden. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Tja, es sind tatsächlich nur 20 Minuten geworden. Wer hätte es gedacht? Wir sehen uns zu einem weiteren Mega-Opening. Mal gucken, ob das nächste das hier toppen kann. Ich vermute mal nicht. Ich denke mal, bis wir das nächste Mal ein Mega-Opening in dieser Preiskategorie haben, da gehen wieder ein Jahr oder eineinhalb Jahre ins Land. Und ja, bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.